Herzlich willkommen im Momos Gymnastikstudio. Heute gibt es mit mir, mein Name ist Jasmin, eine Rückeneinheit. Nicht erschrecken, mir geht's gut. Wir haben heute als Hilfsmittel zwei Toilettenpapierrollen. Ich verspreche euch auch, dass wir die nachher, so wie sie sind, wieder zurück in den Schrank oder auf eure Toilettenhalterung stecken könnt. Wir werden sie nicht deformieren oder so, sie bleiben so, wie sie sind. Nach einem kleinen Warm-up arbeiten wir dann mit unseren Rollen. Okay, ihr seid bereit? Dann stellt euch mal hüftschmal auf, zieht die Bauchdecke rein, Schultern zurück, hier kleine Fäustchen und dann rollen wir mal die Schultern genüsslich nach hinten. Von vorne nach hinten und atmet ein und aus, ein und aus. Gibt noch vier, noch drei, Knie sind immer leicht gebeugt, noch zwei. Und das letzte Mal. Einmal auslockern. Tappt mal locker die Fußspitze nach vorne. Abwechselnd. Rechts, links. Die Arme nehmt mit. Alles ganz locker, ganz weich. Tappt nach vorne, tappt nach vorne. Tappt, tappt. Und wer mag, kann auch hier schon mal den Oberkörper mit zur Seite drehen. Nach vorne, nach vorne. Tappt. Noch vier, drei, zwei, letztes Mal, wir ziehen das Knie nach oben, tap, Knie nach oben, mit den Handflächen auf den Oberschenkel, hoch, 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 noch vier, noch drei, noch zwei, letztes Mal, kommt nach vorne, hier in so eine Pendelbewegung. Vor, rück, vor, die Arme hoch, zieh kräftig die Ellbogen zurück. Hoch, zieh zurück. Hoch, zieh zurück. Hoch, zieh. Schön die Streckung, die Arme. Hoch, zieh. Hoch, zieh. Guck gerne in Richtung der Hände. Hoch, zieh. Noch vier, drei, zwei, stellt euch wieder hüftschmal hin, kleine sanfte Kniebeugen. Wir sind noch im Warm-up. Tief und hoch, ganz genüsslich, ganz soft. Und hoch, noch tief und hoch. Dann noch vier, noch drei, noch zwei. Letztes Mal, links tappt nach vorne in die Pendelbewegung. Vor und rück. Nimm die Arme mit. Hoch, lang und zieh zurück. Hoch. Zieh die Ellbogen eng am Körper zurück. Hoch. Zieh. Hoch. Zieh. Hoch. Zieh. Vier. Drei. Zwei. Letztes Mal. Zieh. Und hol die Füße wieder ran. Wir öffnen den Stand weit zur Seite und kommen hier Side to Side. Und schwingen die Arme zu den Seiten. Nach rechts, links. Und die Knie sind schön soft. Wir gehen ein bisschen tiefer mit dem Po in die Kniebeuge. So. Dann stützt mal den linken Arm ein und es ist nur der rechte, der zur Seite aufschwingt. Guck der Hand gerne hinterher. So. Dann kriege ich davon noch vier, drei, zwei und ihr könnt es euch denken, der letzte hält. Schön lang, Fußspitze gepointet, Hand lange gestreckter Arm. Genau, haltet das. Und jetzt hier kleine Kreise nach hinten. Bauch schön fest. Noch vier. Noch drei. Noch zwei. Richtung Wechsel. Andersherum. Es geht. Nach vorne. Vier. Drei. Zwei. Zieht noch einmal.
zieht mal die Fußspitze Richtung Schienbein, die Ferse drückt nach raus und haltet das. Wir frieren das mal kurz ein. Für 4, 3, 2, zurück ins Pendeln. Wir kommen. Seit, seit, seit. Schön schwingen, tief in die Knie. Und dann kriege ich davon nochmal mit einer linken Hand, die pendelt. Gebt mir 4, 3, guckt gerne der Hand hinterher, 2 und ein letztes Mal. Wir halten hier. Ups. Genau, langgestreckter Arm, langgestreckter Fuß und kleine Kreise zurück. Ganz klein. Bauch schön fest. Noch 4, 3, 2 und anders herum. Nach vorne. 4, 3, 2, halten, zieht die Fußspitze wieder ran zum Schienbein und friert das Ganze hier einmal ein. Und löst aus, nochmal schwingen. Und langsam die Füße wieder zusammenbringen. Stellt euch nochmal hüftschmal hin, nochmal ein bisschen mehr in die Knie, die Arme lang am Körper. Und hier kleine Hackbewegung. Hüfte, Bauch, Popo, alles fest. Es bewegen sich nur die Arme. Nur aus der Schulter, nicht die Ellenbogen, Schulter. Gib mir 8, 7, 6, 5, noch 4, 3, 2, letztes Mal. Einmal die Handflächen auf die Oberschenkel und dann werden wir rund. Und lang. Einmal runden und einmal strecken und ein letztes Mal runden und genüsslich aufrollen. Sehr schön. Ich hoffe, euch ist ein bisschen warm geworden. Dann schnappen wir uns jetzt unsere Rollen. Ich habe das mal ausgewogen. Eine Rolle ist so, je nach Sorte, je nach Herstellung, 133 bis 145 Gramm schwer. So, wir stecken unseren Daumen in die Rolle und die 4 Finger halten die Rolle hier vorne fest. So, wir schieben die Hände, die Arme lang nach oben, Schultern weg von den Ohren. Und dann kommen wir auf die Zehenspitzen, senken die Arme lang gestreckt auf Schulterhöhe ab, die Arme wieder gestreckt nach oben und setzen die Fersen wieder ab. Fersen lösen, kommen auf die Zehenspitzen, Knie leicht gebeugt, Bauch fest und senken die Arme wieder ab bis auf Schulterhöhe. Sehr schön. Wieder nach oben und wieder auf die Fersen kommen. Fersen lösen, es wackelt, das ist gut so. Und wieder die Arme absenken. Nochmal nach oben und ab. Gib mir noch 4 Stück, hoch, senkt ab, wieder nach oben und auf die Fersen. Fersen lösen, Arme wieder nach vorne, nach oben gestreckt und tief, nur noch 2 Stück. Hoch, Arme senken ab, wieder hoch und zurück auf die Fersen. Ein letztes Mal hoch, Arme wieder auf Schulterhöhe, nach oben und senkt ab. Das Ganze einmal auslösen, jetzt kommen wir etwas tiefer in die Knie. Und auch hier gehen wir auf die Fußspitzen. Nicht wundern, die Knie zeigen jetzt über die Zehenspitzen. Das ist okay. Wir strecken die Arme. Unsere Daumen stecken immer noch in der Toilettpapierrolle. Super. Wir bringen die Arme nach vorne auf Brusthöhe und ziehen weit nach hinten zurück. Wir sind immer mit gehobenen Fersen auf den Zehenspitzen. Es wackelt. Wenn es nicht mehr geht, könnt ihr natürlich immer die Fersen auch wieder absetzen. Weit zurückziehen, nochmal nach vorne, zurück, gebt mir noch 4. Zittern eure Beine auch schon so wie meine? Okay, Bauch ist fest. Die letzten. 2. Und dann öffnen. Ein letztes Mal schließen. Und dann bleiben hier ganz weit geöffnet. Zieh zurück. Ganz klein. Zieh.
mal auslockern. Dann nehmen wir mal beide Rollen und pressen unsere Handflächen gegen die Rollen. Bring die Arme nochmal über den Kopf und ich zeige es von der Seite. Wir senken die Ellenbogen ab und hoch. Die Ellenbogen strahlen nach vorne, Knie gebeugt und hoch. Tief. Gib so ein bisschen Druck in die Rollen mit den Händen. Tief und hoch. Wir stehen schön soft in den Knien, nicht durchgedrückt. Bauch ist fest. Neigt ab und streckt. Tief und immer Druck in die Rollen geben. Vier. Noch drei. Noch zwei. Und hier ist der letzte. Nochmal nach vorne. Senkt nochmal die Arme bis auf Schulterhöhe ab. Und hier so kleine Druckbewegungen in die Rollen. Drück, drück. Merkt man in der Brustmuskulatur. Okay? Für 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 und einmal richtig kräftig zum Abschluss. Nur 4, 3, 2 und auslösen. Sehr gut. Wir greifen nochmal. Wir bleiben mit den Daumen in den Rollen. Stellen uns wieder hüftschmal mit leicht gebeugten Beinen hin. Stellen den rechten Fuß neben den linken. Und die Arme, der Oberkörper neigt sich nach vorne. Die Arme sind hier in der U-Halte. Und wir schieben den rechten Fuß lang nach hinten raus. Gleichzeitig die Arme in einer Linie nach oben. Belastung ist auf eurem linken Standbein. Das linke Standbein ist nicht durchgedrückt. Und wir bringen das Ganze wieder zurück. Arme in U-Halte. Die Ellenbogen sind auf Schulterhöhe. Schaut da nochmal eben einmal hin. Nicht hier unten und nicht hier. Auf Schulterhöhe. Okay, dann gebt mir Streckung, ran. Strecken, ran. Strecken und ran. Strecken und ran. Blick ist diagonal zum Boden. Noch 4, 3, 2. Ein letztes Mal und wir halten mal die Streckung. Vielleicht mögt ihr ja nochmal das hintere Bein mehr vom Boden lösen und in die Einbeinstandwaage kommen. Und hier nur halten. Bauch ist fest, Blick ist zum Boden. Nur halten. Noch 4, 3, 2. Und stellt den Fuß, kommt wieder nach oben auf. Sehr schön. Einmal hier auslockern. Dann holen wir uns das rechte Knie auf Hüfthöhe. Sehr gut. Strecken die Arme lang zur Seite aus und drehen uns jetzt zum geschlossenen Bein. Das angehobene Knie bleibt jetzt immer schön nach vorne ausgerichtet. Das hat manchmal so die Tendenz, einfach mitzukommen. Das machen wir nicht. Wir bleiben hier vorne mit dem Knie. Wir drehen uns zur Seite und wieder in die gerade Position. Dreht zum geschlossenen Knie. Standbein ist leicht gebeugt, natürlich nicht durchgedrückt. Bauch ist fest. Sehr gut. Dann geht man nochmal 4 langsame. Noch 2. Hier kommt schon der letzte. Und dann hänge ich noch mal was dran. Also, wir drehen uns einmal wieder zur Seite. Zurück. Einmal zur Seite und jetzt hier am Bewegungsende 3 Stück. Kleine. 1, 2, 3. Und öffnen. Ein langsam. Langsam. Und öffnen. 3 kleine am Bewegungsende. Hier. Hep, hep, hep. Und öffnen. Ein letztes Mal. Drehen. Langsam. Wieder zurück in die Öffnung. Und 3 am Bewegungsende. Hier. Für 3, 2, 1. Öffnen. Stellt den Fuß zurück auf den Boden. Einmal hier die Beine auslockern. Sehr schön. Dann neigen wir den Oberkörper nochmal etwas nach vorne. Und hier die Arme
Einmal wieder in die U-Halte. Ellenbogen auf Schulterhöhe. Wir kommen in die Rotation. Wir drehen uns zur rechten Seite auf, zur Mitte, zur linken Seite auf. Auch hier bleiben die Beine ganz stabil. Wir gehen jetzt hier nicht mit. Alles ganz fest. Es ist nur der Oberkörper, der rotiert. Zur Seite auf, zur Mitte. Zur Seite, Mitte. Zur Seite und Mitte. Ausatmen, wenn es zur Seite geht. Einatmen in der Mitte. Zur Seite und Mitte. Aufdrehen und Mitte. Und davon kriege ich jetzt nochmal 4. Mitte, aufdrehen, Mitte, zur Seite, Mitte, wieder aufdrehen, die letzten 2, zur Mitte, aufdrehen, zur Mitte, ein letztes Mal und einmal wieder die Rollen auf die Oberschenkel bringen und einmal wieder aufrollen. Sehr gut. Alles mit rechts, alles mit links. So, wir stellen den linken Fuß neben den rechten. Auch hier sind die Arme wieder in der U-Halte. Oberkörper neigt sich nach vorne. Ihr wisst, was zu tun ist. Das linke Bein zieht nach hinten raus und die Arme lang nach vorne gestreckt. Und wieder ran. Ellenbogen wieder auf Schulterhöhe. Jetzt hier auf Schulterhöhe. Bauch ist fest. Blick ist zum Boden geneigt. Und wieder ran. Lang werden und dran. Hier schön die Streckung spüren und dran. Strecken und dran. Zieh und dran. Gib mir davon noch 4, 3, 2 und hier ist der letzte. Alles wieder auflösen. Sehr gut. Nehmen wir gleich mal das linke Knie wieder auf Schulterhöhe. Die Arme langgestreckt zur Seite. Und wir rotieren zu unserem geschlossenen Knie. Und wieder zur Mitte. Rotiert. Das Knie, das aufgestellte, bleibt immer nach vorne ausgerichtet. Bauch ist schön fest. Gebt mir noch 4, 3, 2 und das letzte Mal und löse mal aus. Wir kommen in die Rotation zum geschlossenen und ich hänge mal was dran, die 3 kleinen am Bewegungsende. Ein langsamer, wieder zurück zur Mitte und jetzt am Bewegungsende die 3 kleinen Pulse. 1, 2, 3 und zurück. Ein langsam. Kommt zurück. Und 3 kleine am Bewegungsende. Hier. Hep, hep, hep. Und wieder zur Mitte. Gib mir davon noch 2. Ein langsam. Rotiert zurück zur Mitte. Und 3 kleine am Bewegungsende. Hier. Hep, hep, hep. Ein letztes Mal. Langsam, rotiert zurück zur Mitte und die 3 kleinen am Bewegungsende hier. Zieh, zieh, zieh und lösen. Sehr gut. Lockert mal aus. Dann stellt mal die Rollen einfach hier vorne hin. Kommt an euer Mattenanfang und rollt einmal mit mir zusammen runter. Kinn zum Brustbein. Und dann Wirbel für Wirbel abrollen, bis die Hände am Boden sind. Und dann krabbeln wir 1, 2, 3, 4 Hände nach vorne. Stellen die Knie ab, unter Hüfthöhe. Handflächen, Ellenbogen unter den Schultern. So, jetzt haben wir 2 Rollen. Wir brauchen aber gar nicht nur eine. Dann legen wir uns eine mal hier in unser Kreuzbein und mit der rechten Hand greifen wir uns ein Roll. Wir ziehen den linken Fuß lang nach hinten raus,
strecken unseren rechten Arm lang nach vorne aus. Jetzt darauf achten, dass unsere linke Schulter nicht hier von dem Arm aufgespießt wird, sondern wir drücken uns hier aus der Schulter raus. Wir heben das linke Bein an und senken es wieder zum Boden. Nur das. Bauch ist schön fest, Blick ist zum Boden und setzen ab. Anheben und senken. Anheben und senken. Eine Linie mit dem Oberkörper und ab. 4, 3, 2, das letzte Mal. Achtet auch darauf, dass die Hüften parallel zum Boden ist. Jetzt nicht hier so irgendwie ausdrehen. So, der langgestreckte Arm im Halbkreis, lang an die Körperseite und wieder nach vorne in die Streckung. Das linke Bein bleibt immer angehoben, an die Körperseite und wieder nach vorne. Zur Seite, Bauch ist fest und nach vorne. Zur Seite, langer Halbkreis wieder nach vorne und gib mir hier noch 4 und strecken, noch 3 und strecken. Halbkreis beschreiben, in die Streckung kommen, ein letztes Mal und hier bleiben wir. Lang gestreckt oben. Kleine Federbewegung hier. Bein und Arm. Ganz klein. 4, 3, 2 und stellt alles ab. Die Rolle bleibt in unserem Kreuzbein. Wir wechseln die Rolle in die andere Hand. Der rechte Fuß, das rechte Bein zieht weit nach hinten raus. Der linke Arm gestreckt, Bauch ist fest, Hüfte parallel zum Boden und wir heben nur das rechte Bein hoch und ab, heben und senken, Blick ist zum Boden, heben und senken. Schön weiteratmen. Dann kriege ich davon nochmal 4, 3, 2, das letzte Mal, wir halten hier gestreckt und der linke Arm beschreibt einen Halbkreis Richtung Körperseite und wieder nach vorne. Das rechte Bein bleibt immer noch angehoben, Blick ist zum Boden, Bauch ist schön fest. Zur Seite im Halbkreis und hier wieder in die Streckung kommen. Zur Seite und in die Streckung. Zur Seite und Streckung. Davon gibt mir noch 4 Stück. Noch 3. Noch 2. Ah, hier kommt schon der letzte an die Seite und hier nochmal in die Streckung. Kleine Federbewegung, hier, beides, Hände hoch, Bein hoch, tief, hep. Für 4, 3, 2 und das Ganze auslösen. Wir holen uns mal die Rolle auch aus dem Rücken raus und machen uns hier mal rund und ganz lang. Einmal runden. Und wieder Länge reinbringen. Baut eure Rollen mal bitte an eurer linken Seite auf, zu einem kleinen Türmchen. Dann kommen wir hier. Rechtes Bein streckt nach hinten raus, linkes Bein streckt nach hinten raus. Wir sind hier in einer schönen Planke, Bauch ist fest. Wenn es gleich gar nicht geht, könnt ihr natürlich auch die Knie absetzen. Probiert es aber erstmal bitte so. Wir lösen mal den rechten Arm. Und dann lösen wir die linke Hand. Und nochmal, rechte Hand lösen und linke Hand lösen. Sehr gut. Das Türmchen ist auf unserer linken Seite. Wir wollen das Türmchen auf unserer rechten Seite haben. Also, lösen wir die rechte Hand. Nehmen uns eine Rolle, stellen es auf die rechte Seite. Und das andere Rollchen
Auch hier. Die rechte Hand wieder zum Boden. Jetzt soll das Türmchen aber wieder nach links. Also, greifen wir mit unserer linken Hand die Rolle, stellen es nach links. Und die hier auch. Und schon ist das Türmchen wieder auf der linken Seite. Ein letztes Mal das Türmchen nach rechts bauen. Dafür lösen wir wieder die rechte Hand und bauen das Türmchen rüber. Und ein letztes Mal bauen wir das Türmchen nach links. Und dann haben wir es geschafft. Einmal die Knie absetzen, den Popo nach hinten schieben und jetzt auch gerne mal die Hände zu den Füßen führen, die Stirn einmal ablegen. Sehr gut. Dann kommen wir auf. Überschlagt mal hinten eure Füße, setzt den Po über die Füße und die Beine nach vorne schwingen. Sehr gut. Also, machen noch ein bisschen was für den Bauch. Wir kommen hier mit dem Rücken, rollen wir nach unten. Die Beine kommen in die Tabletop-Position. Und jetzt brauchen wir mal nur eine Rolle. Und zwar heben wir den Oberkörper an und die Rolle kreist um unsere Beine herum, um unsere Oberschenkel. Entschuldigung. Wer es kann, kann natürlich auch die Unterschenkel nehmen, aber ich nehme jetzt hier mal die Oberschenkel. Hier, wir rollen hoch und tief. Immer in kreisenden Bewegungen um die Oberschenkel herum. Atmet aus beim Hochkommen. Sehr gut. Und das Ganze jetzt natürlich auch andersherum. Richtung Wechsel. Hoch und tief. Hoch und tief. Hier. Gib mir 4, 3, 2. Letztes Mal. Sehr gut. Stellt mal die Füße auf dem Boden ab. Nehmt euch gerne jetzt beide Rollen und klemmt sie euch zwischen die Knie. Füße wieder auf den Boden. Die Hände neben dem Körper. Und jetzt kommen wir in die Schulterbrücke. Wir rollen den Po ganz langsam nach oben auf. Und ganz langsam wieder Wirbel für Wirbel runter. Den Po nicht absetzen. Und nochmal hoch. Und nochmal tief. Nochmal hoch. Ein letztes Mal tief. Und wir bleiben jetzt hier oben. Lösen mal das rechte Bein und bringen es hier in die Streckung. Holen das rechte Bein wieder tief. Der Popo neigt sich ab. Wir kommen wieder hoch. Linkes Bein kommt in die Streckung. Fuß wieder zurück auf den Boden. Und wir kommen hier wieder tief. Komm wieder hoch. Immer im Wechsel. Hier rechtes Bein wird gestreckt. Wieder absetzen. Der Po geht tief. Komm wieder hoch. Und hier auf links. Und wieder zusammen. Wir gehen tief. Hoch. Und strecken. Und wieder Fuß zurücksetzen. Tief. Und hoch. Davon kriege ich jetzt nochmal 4 in diesem Tempo. Tief und strecken, absetzen und tief. Hoch und strecken, absetzen und tief. Nur noch 2 Stück hier. Und tief, hoch, strecken, setzt ab. Und kommt tief. Ein letztes Mal. Rechts streckt. Setzt ab. Und tief. Ein letztes Mal. Links. Setzt ab. Und wieder tief. Sehr gut. Holt mal die Rollen zu euch heran oder die Knie. Und kommt mal mit einem Schwung zum Sitzen nach vorne. Wir greifen uns nochmal die Rollen und setzen uns in einen Schneidersitz. So, wir platzieren uns hier. Die Arme sind nochmal lang, zu den Seiten ausgestreckt. Und hier nochmal kleine kreisende Bewegungen. Nach vorne. Sitzen schön aufrecht, bringt Länge in die Wirbelsäule.
atmet. Und dann das Ganze mal andersherum. Sehr gut. Und dann führen wir mal die Rollen über dem Kopf zusammen. Und mit den Handflächen bringen wir hier noch mal ein bisschen Druck auf die Rollen. Und dann neigen wir uns zur rechten Seite, wieder zur Mitte und zur linken Seite. Jetzt dabei darauf achten, dass wenn wir zur rechten Seite uns neigen, dass das linke Knie nicht mit hochschnellt. Das bleibt hier tief. Wir kommen wieder zur Mitte. Rüber. Zur Mitte. Wir sitzen ganz fest auf unseren Sitzbeinhöckern. Und wieder aufrecht. Und wieder rüber nach links. Und zur Mitte. Und nach rechts. Und Mitte. Ein letztes Mal nach links. Mitte. Und dann lösen wir die Hände, die Arme aus. Rollen hier nochmal die Schultern. Machen uns mal richtig locker. Legen mal die Hände zusammen und drehen mal unsere Handgelenke. Sehr gut. Noch 4, 3, 2. Ein letztes Mal. Dann einmal den rechten Arm nach vorne schieben. Und mit der linken Hand drücken wir die rechte Hand zu uns heran. Und löst das mal aus. Linker Arm. Rechte Hand drückt die Hand zurück zum Körper. Und dann lösen wir das. Wir umarmen uns einmal, ziehen die Schulterblätter weit nach vorne und werden hier richtig rund im Oberkörper. Dann lösen wir das Ganze auf. Die Arme hinter den Körper, die Hände hinter dem Rücken verschränkt und ziehen hier auch nochmal die Schulterblätter ganz kräftig zusammen. Dann lösen wir das Ganze auf. Einmal die linke Hand aufstützen und der rechte Arm zieht weit über den Körper zur Seite rüber. Atmet, haltet. Dann lösen wir das Ganze aus. Rechte Hand setzt ab und der linke Arm zieht weit über die Seite rüber. Dann lösen wir das aus. Rollt nochmal die Schultern und dann setzt mal beide Füße am Boden auf und drückt euch hier in die Hocke, wenn es geht. Ansonsten könnt ihr auch die Fersen einmal anheben. Die Hände platzieren wir vor den Füßen und jetzt kommen wir mit dem Po nach oben und gerne mit langgestreckten Beinen oder auch sonst leicht angehockt. Und dann rollen wir uns nochmal Wirbel für Wirbel auf. Lockern hier. Und dann schauen wir nochmal über unsere rechte Schulter. Zur Mitte. Über die linke Schulter. Zur Mitte. Ein letztes Mal nach rechts. Ein letztes Mal nach links. Und dann schauen wir nochmal nach vorne. Bringen das Kinn zum Brustbein. Und nach vorne den Blick. Nochmal tief. Nochmal nach vorne gucken. Ein letztes Mal abneigen. Und nach vorne schauen. Dann atmet mir nochmal tief ein. Und macht euch hier oben vielleicht nochmal so richtig lang recken und strecken. Und ausatmen und ein letztes Mal ein. Und aus. Und dann bedanke ich mich bei euch. Und ich glaube, die gehen gleich so wieder in den Schrank. Ne? Ich danke euch.